Eine Woche nach dem schweren Sturm im Osten Spaniens bewerten die Reis- und Muschelbauern im Ebro-Delta den Ernteausfall. Juan Ferrer stammt aus einer mehrerer Generationen alten Reisbauernfamilie. Noch nie haben sie erlebt, dass das Meer so viele Kilometer Land wegspülte. 7 Hektar der Ernte wurden vom Salzwasser überflutet. Wie schlimm es ist, werden wir erst bei der Ernte wissen. Bevor wir nicht überprüft haben, ob der Reis wächst, können wir nicht bestimmen, ob wir einen 50-prozentigen oder 100-prozentigen Ernteausfall haben. Juans Familie betreibt inmitten der Reisfelder ein Gästehaus. Auch dieses Geschäft ist nun beeinträchtigt worden. Wegen des Sturms haben Leute abgesagt, das können wir natürlich nachvollziehen. Auch in der nächsten Woche werden einige Gäste nicht kommen. Diejenigen, die zum Beispiel an Ostern kommen wollten, haben ebenfalls abgesagt. Die Landwirte waren nicht die einzigen, die durch den Sturm Gloria Schäden hinnehmen mussten. Jonathan Garrigos und Lorenzo Benet sind Muschelzüchter auf Mallorca. Diese Ernte ist weg, wir können sie nicht ersetzen, unsere Anlagen sind völlig zerstört. Beide fahren hinaus, um ihre Felder zu überprüfen. Hier gibt es eine Menge Arbeit. Ein Wiederaufbau auf See ist nicht mit dem auf Land zu vergleichen, denn er ist teurer und aufwendiger. Durch die schlechte Ernte und die kaputten Anlagen geht uns eine Menge Geld verloren. Der Wiederaufbau dieser gesamten Muschelzucht könnte etwa 70.000 Euro kosten, zusätzlich zu den Ernteausfällen. Jonathan schätzt, dass er rund 50.000 Kilo an Muscheln verloren hat, ein Minus von etwa 60.000 Euro. Diese Überflutung ist beispiellos, doch beide haben eine Ahnung, wie es dazu kommen konnte. Seit Jahren geht das Delta zurück, vielleicht wegen des Mangels an Sedimenten oder weil der Meeresspiegel wegen des Tauwetters steigt. Ich erinnere mich, dass ich in Brüssel protestiert habe, weil der Fluss nicht genügend Sedimente mit sich führt. Das Delta wächst dann nicht mehr. Durch den Klimawandel steigt jedes Jahr der Meeresspiegel. Das Meer gewinnt hier immer mehr an Boden. Die Bauern hoffen jetzt, dass die von dem Sturm betroffenen Menschen entschädigt werden und dass die Behörden Lösungen für den rasanten Meeresspiegelanstieg im Ebro-Delta finden.